Ich grüße euch, ihr Pilzverrückten. Heute bin ich mal wieder mit meinem Vater unterwegs. Wir wollen mal nach unseren ganzen Morschelstellen schauen, die wir uns in den letzten Jahren so erarbeitet haben, aber auch ein paar neuen Stellen, die wir seit diesem Jahr erst kennen. Und da geht es heute Abend schon mal an eine kleine Stelle mit den Käppchenmorscheln. Dazu gehen wir jetzt in ein Stück mit Eschen. Da gibt es am Rand so ein paar Wiesen mit ein paar Kirschbäumen etc. Zum Teil auch Schlehengebüsche, wo wir nach den Fingerhutwerbeln schauen wollen. Da müssen wir einfach mal schauen, wo wir heute überall noch hinkommen. Da nutzen wir die Zeit auf jeden Fall noch. Und dann geht es morgen bzw. dann noch übermorgen an einige andere Stellen. Wir sind jetzt an der ersten Fundstelle angekommen. Und das ist auch für uns eine neue Stelle. Ja, wir haben jetzt wieder Käppchenmorscheln gefunden. Ist dieses Jahr auch das erste Mal, dass ich die gefunden habe. Und ja, es ist richtig schön. Ja, einfach wunderbar. Und wenn wir nun hier auf den Boden schauen, sehen wir richtig schöne kleine Käppchenmorscheln. Die sind übrigens schon ausgewachsen. Ihr seht hier, der Stiel hat sich schon richtig lang gestreckt. Und da muss man wirklich richtig gut schauen. Wir haben hier das Gras, das ist schon höher. Da verstecken die sich alle ziemlich gut zwischen. Und schaut mal, wie schön die hier stehen. Also wenn ihr eine Käppchenmorschel findet, die stehen meistens richtig zahlreich. Jetzt muss ich hier natürlich richtig aufpassen, dass ich nichts zertrete. Na, hier geht's weiter. Schaut mal hier, was schöne Fruchtkörper. Und hier wieder zwei. Ja, und hier direkt vier Stück. Da kommt auf so einer kleinen Fläche in guten Jahren wirklich einiges zusammen. Die Käppchenmorscheln sind jetzt zwar im Vergleich zu den Spitzmorscheln hier an der Stelle recht klein. Wir hatten da auch schon die Jahre vorher größere gefunden. Aber die sind schon ausgewachsen, wie ich eben erklärt habe, denn der Stiel hat sich hier schon gestreckt. Die werden demnach nicht viel größer. Und da wird jetzt keine 20 cm hohe Käppchenmorschel mehr raus werden. Und jetzt schauen wir mal ganz vorsichtig hier hinten hin. Na, die sind schon groß, aber ich wollte euch ja die etwas kleinere zeigen. Na, jetzt sehe ich schon, die ist auch schon etwas größer, aber die hat sich wohl noch nicht ganz so weit gestreckt. Naja, vielleicht finden wir gleich nochmal ganz junge Exemplare. Das wäre natürlich zum Vergleich nochmal sehr schön. Was hier auf ein paar Quadratmetern alles zusammengekommen ist. Also die Käppchenmorschel, wenn sie kommt und die Bedingungen passen, dann wachsen die richtig zahlreich. Aber ihr seht auch, das sind jetzt hier wirklich recht kleine Fruchtkörper, sind auch hohl, ganz typisch für die Morscheln. Also das sieht jetzt zwar nach einer schönen Menge aus, wird aber wirklich nicht ganz so viel sein, wenn man es nachher verkocht. Das ist hier wirklich eine sehr dünnwandige Angelegenheit. Wir sind mittlerweile am nächsten Tag und heute geht es in einen Pappelwald, wieder bestehend aus diesen Hybridpappeln. Und da wollen wir einfach mal nach den böhmischen Werbeln schauen, denn mein Vater hatte da vor ein paar Tagen schon richtig gut Erfolg gehabt, schöne kleine junge Werbeln gefunden. Und da wollen wir jetzt mal schauen, ob es da noch mehr gibt. Naja, hier sind wir jetzt wirklich, das kann man nur Paradies nennen. Also so viel Werbeln in, naja, sagen wir mal, in einem kleinen Wald. Also ich bin der Meinung, wenn man hier einfach mal durchgeht und schaut sich das an, da habe ich so das Gefühl, da stehen Tausende. Ja, also sowas hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist ja fast wie in Sibirien, wenn man die Pilze in Sibirien sieht. Und sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Wir gehen das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen ab. Und ihr seht, wirklich überall kommen die böhmischen Werbeln raus. Wir haben eine richtig offensichtliche, aber das will hier einfach nicht aufhören. Überall. Also sowas, das ist noch schlimmer als an der Stelle, wo ich jetzt des Öfteren suchen war, beziehungsweise an den mehreren Stellen. Das gibt's doch nicht. Absolut unglaublich. Und wenn ihr euch die mal anschaut, die sind alle noch richtig jung. Also hier sind die Werpeln noch gar nicht so lange am Kommen. Jetzt schauen wir uns die böhmischen Werpeln hier noch mal etwas genauer an. Denn ihr könnt hier schon einige Unterschiede zu denen aus dem vergangenen Video erkennen. Wir haben es hier nämlich größtenteils mit richtig jungen Fruchtkörpern zu tun. Das kann man daran erkennen, dass der Stiel noch richtig kurz ist. Also der hat sich noch gar nicht so lang gestreckt, ist auch noch recht dünn. Der wird im Alter meistens auch etwas dicker. Und auch die Hutfärbung, die ist noch schön
in diesem Orangebraun gehalten. Teilweise haben wir auch noch diese graubraunen Exemplare und ja, noch nicht diese richtig großen, wo dann der Hut manchmal auch etwas ja, dunkler wird, weil er wieder eintrocknet oder dann anfängt zu faulen. Die böhmischen Werpeln schneide ich übrigens ab, denn hier haben wir nichts, was an Stiel tief in den Boden reingeht. Das lohnt sich also nicht, die rauszudrehen. Einfach dicht über den Boden abgeschnitten, da ist der Pilz direkt sauber. So kommt er dann in den Korb, wird gegebenenfalls hier noch ein bisschen abgebürstet. Und dann hat man nachher zu Hause wirklich schon einiges an Arbeit weniger. Zum Habitat der böhmischen Werpel habe ich ja schon einiges in meinem letzten Video erklärt. Das verlinke ich euch hier oben nochmal, wenn euch das interessiert. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachschauen. Wenn ihr euch aber jetzt fragt, wieso hinter mir jetzt ein kleiner Buchenwald ist, das liegt daran, dass wir die Wegseite mal gewechselt haben. Hier auf der anderen Seite stehen die Pappeln und hier im Buchenwald, da geht es sogar mit den Werpeln weiter. Aber nur in den Randbereichen, da wachsen dann auch einige Fruchtkörper. Schaut mal hier am Rand der Forststraße, mitten hier aus dem Schotter. Gucke. Oh! Boah! Oh, hier hätte ich die überhaupt nicht vermutet. Endlich Scheibenlorchen! Nadelholzvariante. Endlich wieder ein Erstfund hier. Und dann sowas Schönes hier, den größten Scheibling bzw. die Scheibenlorche. Wir machen mal hier einen Fruchtkörper ab. Muss man aufpassen, die sind auch wie die anderen Schlauchpilze recht brüchig. Und wir sehen hier erstmal obendrauf. Ist der Pilz so rotbräunlich, leicht hirnartig strukturiert, nicht ganz so extrem wie jetzt zum Beispiel bei den Giftlorscheln. Und unten drunter sehen wir, der ist so, ja, wie kann man das beschreiben, beigebräunlich. Und hier sehen wir dann, na, man kann es auch nicht richtig Stiel nennen, da ist er eben halt, also die Anwachsstelle vom Fruchtkörper. Und ja, richtig toll, gerade mal dran riechen. Na, Geruch ist recht unauffällig, beziehungsweise gar nicht gegeben. Hier haben wir jetzt nochmal die Scheibchenlorcheln. Wie gesagt, die Form auf Nadelholz, das ist hier wahrscheinlich Fichte, die wir hier haben. Und davon werde ich mir jetzt hier so ein paar schöne Fruchtkörper einsammeln. Die werden dann ausreichend lange erhitzt und dann werde ich die einfach mal probieren. Bei den Lorcheln, da sollte man es für sich selber entscheiden, ob man sowas noch isst. Diese Art enthält den Stoff Gyrometrin nur in sehr geringer Konzentration. Wir haben den nächsten Fund gemacht und das sind nicht hier die böhmischen Werpeln, die wirklich überall rumstehen. Ich muss dazu sagen, wir sind hier wieder ganz am Anfang der Stelle. Wir waren gerade noch mal eine Brotzeit machen, ein bisschen was trinken und jetzt gehen wir wieder in den Wald. Ja, das haben wir übersehen und ich war eben noch mal unten bei den Scheibchenlorcheln gucken. Jetzt bin ich hier wieder hoch zu meinem Vater. Die Werpeln schauen, die wunderschön sind. Und da gucke ich hier nach links auf den Holzstapel. Und wir haben wieder im selben Habitat Giftlorcheln. Diesmal wachsen die aber hier auf Fichtenholz. Und ey, das ist ja so cool. Also so schön, guckt mal hier, jede Menge kommen hier hoch auf dem Fichtenholz. Na, hier, die werden wir mal entnehmen. Die werden wir mal mitnehmen. Und dann können wir mal gleich ein paar Vergleiche machen. Sehr schön, die tödlich giftige Frühjahrslorche. Um das euch nochmal zu verdeutlichen, dass man sich nicht nur auf das Habitat verlassen sollte. Es wird ja allgemein gesagt, dass die böhmischen Werpeln eher den kalkhaltigen Boden lieben, genauso wie die Morscheln und die Lorchen ja eher saure Bodensubstrate. Und hier haben wir auch wieder den Fall, zwei böhmische Werpeln. Hier hinten steht noch eine ziemlich unterm Laub versteckt, hier steht noch eine. Und jetzt schwenke ich mal so einen Meter. Ja, ist wahrscheinlich nicht mal ein Meter, nach links rüber und hier steht direkt wieder eine Giftlorche. Da ist die nächste Giftlorche, da haben wir leider drauf getreten. Hier hinten wieder eine böhmische Werpel. Und wenn ich jetzt hier wieder weitergehe und auf dem Holz schaue, da stehen auch wieder die Giftlorcheln. Auch hier geht es weiter mit den Giftlorcheln und die wachsen hier unmittelbar neben den böhmischen Werpeln. Hier steht eine böhmische Werpel und da wieder die Giftlorche. Ihr könnt hier auf dem Bild schon deutlich die Unterschiede sehen. Auch wenn die Hüte beide schon als hirnartig beschrieben werden, sehen wir von der Struktur deutliche Unterschiede sowie von der Farbe. Mittlerweile sind wir auch nur noch hier am Schauen, beziehungsweise ich filme hier einfach noch ein bisschen, weil ja, sammeln
das ist dann doch irgendwann mal gut. Wir wollen ja außerdem auch noch ein paar andere Habitate schauen gehen, nach den Käppchenmorscheln und Speisemorscheln, eventuell da auch noch ein bisschen was sammeln. Und ja, was möchte man dann auch mit den ganzen Werpeln, die hier stehen, aber das ist doch so schön, wie viele hier jetzt einfach rauskommen. Ach, die muss ich jetzt noch, da muss ich jetzt einmal noch mal zugreifen. Wunderschön. So, der Rest bleibt jetzt aber da und ich zeige euch die Gruppe jetzt einfach noch mal, weil das, boah, die stehen hier wieder so schön rum. Guckt mal hier auf dem Bild. Ihr könnt ja mal stoppen und zählen, das sind bestimmt auch locker über 10 Stück. Neben der ganzen Sammelfreude möchte ich jetzt noch mal anmerken, dass die böhmische Werpel, die ja, wie ihr seht, regional wirklich massenhaft vorkommen kann, überregional dennoch eine eher seltenere Art ist und man deswegen eher mal schauen sollte, hier an so großen Beständen, da kann man sich natürlich schön was mitnehmen zum Essen. Wenn man jetzt nur so eine Stelle findet mit 12 Stück oder ja, noch weniger, da sollte man sich dann vielleicht überlegen, die doch eher stehen zu lassen, dass sich der Pilz verbreiten kann. Wobei, das muss dann auch wieder jeder für sich selber entscheiden, ob man die dann doch erntet oder nicht. Es gibt da manche Leute, die da zum Teil dann sehr erbost drüber sind, aber ich muss sagen, wenn dann jemand doch meint, auch die Werpel an einem kleineren Standort zu ernten, ja, dann ist das eben halt so. Hier geht es jetzt auch weiter mit den Spitzmorscheln. Ihr könnt hier übrigens nochmal sehr schön die Hutstruktur erkennen, im Gegensatz zur böhmischen Werpel. Und was mir jetzt auffällt, die stehen hier nur ziemlich einzeln. Wobei, wir haben die jetzt auch nur nebenbei gefunden. Deswegen werde ich jetzt noch mal ein bisschen genauer schauen und vielleicht finden wir da auch noch ein paar mehr. Denn von den Werpeln haben wir jetzt schön was genommen. Da möchte ich dann lieber noch ein bisschen was an Morscheln haben, denn die sind dann schon vom Geschmack ein wenig besser. Es tut sich nicht viel, aber da schauen wir dann noch, ob wir hier vielleicht noch bei den Morscheln fündig werden. Wir wollen ja auch nachher noch ein paar andere Habitate, wobei, da müssen wir mal schauen, ob wir da heute überhaupt zeitlich hinkommen oder ob das dann doch erst morgen wird. Nach den böhmischen Werpeln konnten wir es jetzt einfach nicht lassen und sind nochmal an die Speisemorschelstelle gefahren, wo wir letztes Jahr unsere ersten gefunden haben. Und ja, wir waren jetzt auch wieder erfolgreich. 4 Stück haben wir jetzt gefunden und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, das ist wirklich richtig toll. Jetzt haben sie alle, also aus jedem Artenkomplex, haben jetzt was von den Morscheln. Fehlt jetzt nur noch der Morschelbecherling, welcher hinten leider nicht gekommen ist. Aber da können wir dann morgen nochmal an anderen Stellen gucken und hoffentlich lässt er sich dann auch noch finden. Und jetzt schaut mal hier in der Vegetation, wir sehen ja auch mehrere Zeigerpflanzen, die Buschwindröschen, Zwiebelzahnwurz, Schlüsselsblumen gibt es hier rum noch. Und dazwischen, schön versteckt hier, in der Laubstreu, vor allem hier die einzelnen Buchenblätter, die machen es dann noch ja, richtig fies. Da tarnen sich die Speisemorscheln richtig gut und ja, hier haben wir die erste richtig schöne. Und wir können ja auch mal richtig gut erkennen, im Gegensatz zu Spitzmorschel, dieses Waben, also dieses richtig wabenartige Muster. Es ist nicht so längsorientiert wie bei der Spitzmorschel und auch die Farbe ist eine ganz andere. Wobei ich auch dazu noch sagen muss, es gibt auch Spitzmorscheln, die mal recht hell sind, also dann von der Farbe der Speisemorschel sehr ähnlich sehen können. Und hier die nächste Speisemorschel, das dürfte sich hier höchstwahrscheinlich um die graue Speisemorschel handeln, wobei so richtig auf Artebene lässt sich das nur per Sequenzierung bestimmen. Also Morscheln sind da recht schwierig auf Artebene zu bestimmen, das sind ja alles Artenkomplexe, also bei der Spitzmorschel, das ist ja ein Komplex und auch die Speisemorscheln. Und hier das nächste schöne Exemplar. Naja, ist ein bisschen angefressen, aber zum Probieren reicht das mal wieder. Und jetzt haben wir ja wirklich die Speisemorschel, die Käppchenmorschel und die Spitzmorschel. Ja, dann noch die Werpeln, die böhmische und die Fingerhautwerpel. Und das können wir dann alles mal direkt im Vergleich probieren. Da bin ich mal total gespannt. Ja, und hier der Fund, der freut mich wirklich. Noch mehr gefunden. Ja, wo sind sie? Oh, 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 da ist sie. Boah, die ist ja wirklich schön. Das ist die schönste von heute, ne? Boah. Schaut euch die mal an. Muss ich die zweite jetzt auch selber suchen.
Ach, da, oh, die ist noch schöner. Na, jetzt könnt ihr auch mal hier schön sehen, wie farbig variabel die sein können. Aber ich lege die euch gleich nochmal alle nebeneinander, denn wir hatten ja anfangs noch eine hellere. Und das ist dann auch wieder richtig, ja, interessant, wie das wirklich variieren kann innerhalb hier wahrscheinlich einer Art. Das ist ja wieder toll. Also erst die Werpeln, dann Spitzmorscheln, Scheibchenlorscheln, Frühjahrslorscheln gab es heute und jetzt noch die Speisemorscheln. Also was soll da jetzt noch kommen, um das zu toppen? Oh, ich habe noch eine. Oh, das ist doch schön hier, um die Esche. Und noch eine, komm. Ja, Leute, so muss das laufen. Ey, das, boah, da hat man keine Worte mehr. So schöne Funde heute. Also das hätte ich mir nicht erträumen können, dass wir so erfolgreich sind und dann auch noch so eine schöne Artenvielfalt heute zu sehen bekommen. Zwar vieles aus der Abteilung der Schlauchpilze und ja, noch wenig anderes, aber das ist wieder, ja, so schön, dass die Artenvielfalt jetzt steigt, man immer mehr Arten findet, die man bestimmen kann, und wenn dann zwischendurch noch was Essbares dabei ist, da ist das doch noch schöner. Wir sind jetzt wieder in einen Pappelwald gegangen, diesmal an einer anderen Stelle. Hier haben wir eine sehr ausgeprägte Krautschicht, aber hier gibt es auch ein paar Pilze, und zwar die Maipilze, die wir uns anschauen wollen. Und jetzt haben wir auch schon was anderes gefunden, die Käppchenmorscheln. Die haben wir vor 2 Jahren auch schon mal finden können. Und ja, das ist wieder ein richtig tolles Exemplar. Und hier haben wir die Käppchenmorschel. Das ist jetzt wirklich auch mal ein sehr kräftiges Exemplar. Ihr könnt euch ja erinnern, dass wir an der ersten Stelle, da waren wir ja vor 2 Tagen, sehr kleine Käppchenmorscheln gefunden haben. Und hier seht ihr auch mal, wie groß die werden können, wenn die Fruchtkörper wirklich sehr kräftig sind. Das kann auch noch größer werden, und die ist natürlich noch richtig gut, schön fest. Und deswegen kommt die auch auf jeden Fall mit. Wird wieder abgeschnitten. Hier haben wir sie. Wunderschön. Also besser geht's doch nicht. Kurz nochmal zu den Merkmalen. Wir können hier wieder schön diese, ja, Längsrippenstruktur erkennen. Also nicht so sehr wabenartig wie bei der Speisemorschel. Wie gesagt, das Ganze ist hier eher längsorientiert. Und dann hier auch diesen schönen, sehr langen cremefarbenen Stiel. Und was wir auch noch sehen können, der Hut ist eben halt nur auf halber Strecke mit dem Stiel verwachsen. Also der Stiel geht hier noch so ein bisschen unter den Hut. Dann verwächst das Ganze. Es geht wieder hier runter. Und dann sehen wir hier eben halt den Hut. Also so kommt dieser überhängende Hut zustande. Die nächste Käppchenmorschel ist gefunden. Ich muss aber hier dazu sagen, dass die jetzt wirklich sehr verstreut in diesem Pappelwald stehen. Und nicht so schön in einer Gruppe, dass man direkt jetzt auf einem Quadratmeter 4, 5, 6 Stück hat, wie wir das bei den Eschen hatten. Aber das sind dennoch so schöne Pilze. Also hier, die sind noch richtig jung, richtig frisch. Man sieht es, die Hüte sind noch schön feucht. Auch die Stiele, das hat sich wahrscheinlich vor kurzem erst gestreckt. Bis gerade sind wir davon ausgegangen, dass die Käppchenmorscheln hier nur ziemlich verstreut stehen. Aber hier auf dieser kleinen Fläche stehen jetzt einige schöne kleine Mörschelchen rum. Ja, so muss das laufen. So einzeln stehen die Käppchenmorscheln eigentlich eher selten. Typisch ist das eigentlich, dass man hier so richtig schöne Gruppen hat. Hier, das ist, glaube ich, die schönste. So macht das Ernten doch Spaß. Richtig schöne Käppchenmorscheln im allerbesten Alter. Zu klein will man sie natürlich auch nicht ernten. Dann hat man nicht so viel vom Pilz. Und wenn sich der Stiel schon etwas gestreckt hat, dann ist es natürlich ideal, weil die Pilze dann natürlich viel größer sind. Und richtig, richtig schön. Also damit hätte ich heute nicht mehr gerechnet, als mir eben nur diese einzelstehenden Pilze gefunden hatten, und jetzt hier dann doch noch so eine schöne Gruppe zu finden. Ja. Also dieses Jahr läuft das wirklich total gut mit der Morschelsuche. So war das noch nie bei uns, und das, was wir jetzt in den letzten Tagen gefunden haben, das hätte ich mir nie erträumen können, dass ich mal so schöne Funde habe. Jetzt aber mal zu dem eigentlichen Fund, den wir hier zuerst gemacht haben.
Das sind Maipilze und wer das Video aus dem letzten Jahr gesehen hat, der kennt die Stelle schon. Dieses Jahr sind die momentan noch etwas kleiner, wobei für uns sind die wirklich in einem perfekten Entwicklungsstadium. Wir gehen die Stelle zuerst jetzt einmal ab und dann könnt ihr mal sehen, wie einfach das ist bei den Maipilzen, wenn sich die Fruchtkörper unterm Laub verstecken. Denn das ist eine Pilzart, die wächst in Hexenringen und ihr seht das jetzt schon. Ich brauche einfach dieser Spur folgen. So kann man dem Problem relativ einfach entgehen, wenn man sich jetzt hier außerhalb der Spur platziert und dann langsam vorsichtig unter dem Laub schaut, wo die Pilze wachsen. Wenn die noch nicht herausschauen, hier haben wir wieder zwei Stück. Natürlich decken wir das nach dem Ernten alles wieder zu, damit das hier nicht austrocknet. Ist ganz wichtig, wenn es jetzt wieder wärmer wird, das wäre natürlich ein Problem. Und vor allem, wenn wir die Pilze so jung ernten, besteht nochmal die Chance, dass es eine zweite Welle gibt. Naja, die ganz kleinen lassen wir natürlich, da können wir dann vielleicht nächste Woche nochmal schauen. Hier, das ist natürlich noch zu klein, aber die größeren nehmen wir uns dann natürlich raus. Ja, vor allem hier haben wir schon richtig schöne Pilze, die haben eine tolle Größe. Ja, noch so schön jung, viel größer müssen die nicht werden, das müssen jetzt nicht diese riesigen Brocken werden, wobei das kommt ja auch immer auf das Alter an. Auch sehr große Pilze können noch recht jung sein, zum Beispiel der hier. Der ist auch noch nicht viel älter als der kleinere, den ich eben entnommen habe. Aber ja, ich ernte die Maipilze lieber etwas jünger, da sind die auch meistens noch nicht von Maden befallen. Die Pilze sind hier wirklich schon sehr schön und wir können uns jetzt auch mal hier ein paar Merkmale anschauen. Bei dem Maipilz, da gibt es zwei Varietäten, beziehungsweise der Maipilz kann auch so recht variabel sein. Hier die normale Form, also der Calogyba gambosa, der ist in diesen Weißtönen gehalten. Das kann auch mal leicht ins Cremefarben oder Beige gehen. Und dann gibt es noch Calogyba gambosa wafla vida, der gelbe Schönkopf oder gelbhütiger Maipilz. Der hat so einen richtig gelblichen Hut, den habe ich vor ein paar Tagen auch mal gefunden. Und das können wir euch jetzt mal zum Vergleich überblenden. Da ist das einzige Unterscheidungsmerkmal, dass hier der Hut wirklich recht gelb ist, beziehungsweise so gelblich-bräunlich gefärbt ist. Von den weiteren Merkmalen sind die beide komplett identisch. Wir sehen hier diese dicht stehenden weißen Lamellen. Die sind am Stiel ausgebuchtet angewachsen. Auch der Stiel ist weißlich. Und wenn wir den Dreck jetzt mal wegschneiden, sehen wir auch, das Fleisch ist weißlich. Ja, und mir strömt jetzt auch schon die ganze Zeit dieser typische gurkenartige Geruch entgegen. Das ist ganz eindeutig für den Maipilz und anhand dieser Merkmalskombination lässt er sich wirklich recht einfach bestimmen, auch wenn es da ein paar recht gefährliche Verwechslungspartner gibt. So langsam kommen wir zum Ende der Tour. Wir haben den Auwald unschwer zu erkennen auch wieder verlassen. Und jetzt gibt es noch abschließend einen Blick auf unsere Funde. Das wird jetzt heute etwas üppiger ausfallen, denn wir waren ja über 3 Tage verteilt unterwegs. Bevor es zu lang wird, beenden wir das Ganze dann auch mal und wünschen euch natürlich auch ein paar schöne Funde. Ich muss dazu aber sagen, das kann man nicht immer haben. Dieses Jahr ist wirklich besonders aufgrund der ganzen Niederschläge. Und wir kennen ja mittlerweile auch schon einige Stellen, die wir uns über die Jahre erarbeitet haben. Also es ist auch nichts Schlechtes, wenn man mal nichts findet. Wenn man draußen in der Natur ist, das zählt, das ist richtig schön. Es gibt ja noch jede Menge tolle Sachen, die man sehen kann. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.